Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder angeschaut habt zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal wieder um einen Haul. Und zwar war ich schon wieder ein bisschen shoppen. Es sind diesmal nicht ganz so viele Produkte, nur ein paar Kleinigkeiten. Ich habe mir nur gedacht, ich filme die Sachen gleich ab, damit ich sie gleich verräumen kann, damit sie gleich weg sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den Rossmann-Produkten und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Ja, wie gesagt, fangen wir an bei den Rossmann-Produkten. Und zwar habe ich mir hier von Isana diese Tiermasken mitgenommen. Und ich fand die ja mega süß. Ich habe mir jetzt nicht alle mitgenommen. Also ich finde die mit, ich glaube, 2,99 schon recht teuer. Also die müssen wirklich richtig was drauf haben, finde ich, für 2,99. Weil nur, dass ein Tier drauf gedruckt ist, ist für mich eine Maske keine 2,99 wert. Ich habe mir aber jetzt einmal hier die Tuchmaske Feuchtigkeitsmaske Frosch erfrischend für alle Hauttypen mitgenommen. Und dann auch eine Feuchtigkeitsmaske, und zwar den Panda, und der soll beruhigend sein. Ja, dann habe ich mir wieder ein paar Seifen mitgenommen, und zwar auch von Isana diese pure Eleganz mit Lilien- und Zedernholzduft. Und ich finde der Zedernholzduft echt super. Und sie ist auch lila. Und sie riecht halt so unglaublich gut. Also sie gefällt mir vom Duft echt mega gut. Also ich mag solche Düfte echt gerne. Und ja, ich freue mich schon, die ins Bad stellen zu können. Dann auch mitgenommen von Isana eine limitierte Edition. Und zwar ist es mit kulinarischem Birnen- und Pistazienduft, das Vintage Garden. Die kostet 99 Cent, meine ich. Da sind jetzt drin 300 Milliliter. Auch ein bisschen teuer für eine Seife. Aber der Duft, es riecht so lecker. Also der Pistazienduft kommt hier richtig gut raus und mir gefällt die Seife her vom Duft richtig gut. Also wenn ihr mal bei Rossmann seid, schaut euch die mal an. Also die duftet echt lecker. Ja, dann war ich in letzter Zeit öfters mal unterwegs mit dem Auto und viel auch auf Rastplätzen, auf der Toilette. Und ja, ich habe auch so ein Handgel immer mit dabei, allerdings nie in meine Handtasche. Weil in meine Handtasche kommt sowas nicht rein, weil ich echt Schiss davor habe, dass das ausläuft. Und jetzt habe ich gesehen, als ich beim Rossmann auch die Seifen geholt habe, dass es so Hygienetücher gibt hier von Sakrotan. Und die haben ja auch so einen Verschluss. So einfach hier so einen Verschluss, dass man die aufmachen kann. Und die werde ich in meine Tasche schmeißen, einfach damit ich immer ein Tuch dabei habe, weil teilweise sind die Rastplätze oder diese Tankstellen, also man fühlt sich danach echt immer ein bisschen eklig. Und also manche Ladies, ich weiß nicht, warum Frauentoiletten immer so schlimm ausschauen müssen. Also ich weiß nicht, ich gehe auch nicht gern auf eine dreckige Toilette. Also warum kann man sie nicht einfach so hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat? Also da bin ich echt ein bisschen piggy. Und ich finde es echt teilweise echt eklig, was da manche Weiber hinterlassen. Also, entschuldige mal, geht nicht. Bah, pfui Teufel. So, gehen wir aber mal weiter. Ein weiteres Produkt von Rossmann durfte mit. Und zwar diese 140 Wattepads, die mag ich einfach sehr, sehr gerne. Die fusseln nicht, die sind extrem gut. Und kaufe ich mir immer wieder nach, mag ich einfach sehr, sehr gerne. Dann habe ich mir bei DM von dieser Flasche hier letztens eine kleine Flasche geholt und ich finde den Duft so unglaublich gut. Also das ist richtig lecker. Also wer so auf so frische, oh, so ein richtig frischer Duft. Was daneben getrollert. Also es ist so ein richtig frischer Duft und der bleibt halt auch echt mega lang in der Wäsche. Also ich habe jetzt, wie gesagt, beim DM letztens eine kleine Flasche mitgenommen, die ist schon fast leer. Und ja, jetzt habe ich bei Rossmann gesehen, gibt es auch die in groß. Die kostet 2,95, meine ich. Und die kleine bei DM hat, glaube ich, 1,79 oder 1,89 gekostet. Und hier ist halt wirklich das Doppelte oder fast das Dreifache drin. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und also, wenn ihr mal bei DM oder bei Rossmann seid, schnuppert mal dran. Das sind die neuen Lenoir-Düfte. Und der hat mir echt mega gut gefallen, weil er einfach richtig lecker nach frischer Wäsche riecht. Ich habe noch was bei Rossmann geholt, und zwar diesen Balmy hier, ja, diese Verpackung, und zwar mit Wassermelonengeschmack. Und der hat halt auch dieses süße Packaging hier, also richtig schön gemacht. Und ich habe den auch schon ausprobiert und der riecht richtig lecker nach Wassermelone.
Und wenn ihr schnell seid, den gibt es momentan für 2,90 Euro im Sale, weil der aus dem Sortiment geht. Und ja, also ich finde ihn richtig gut. Er pflegt gut die Lippen und er duftet richtig lecker. Also gefällt mir echt gut. Und von Balmy könnte ich mir vorstellen, auch noch weitere zu holen. Okay, dann habe ich mir Darmhygieneartikel geholt. Und mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe daneben gegriffen. Das ist nämlich die Super Comfort. Und ich glaube, ich habe immer die normalen. Ja. Okay, ich glaube, da muss ich wohl nochmal los. Ich habe noch was von Rossmann gefunden. Ich war doch einiges mehr bei Rossmann, als ich gedacht habe. Und zwar diese Baumwollsöckchen. Die sind einfach dafür da, für nachts, für Fußmasken. Genau, also hier steht auch hinten drauf, diese leichten Baumwollsöckchen mit Stretch wärmen die Füße und sind ideal, um die Wirkung ihrer Fußcreme zu verstärken. Die Füße großzügig eincremen, am besten nach einem entspannenden Fußbad und dann die Söckchen über Nacht tragen. Durch die Wärme öffnen sich die Poren der Haut und Wirkstoffe können besser aufgenommen werden. Das Ergebnis ist eine geschmeidige Haut, die Materialmischung passt sich jeder Fußgröße an und ermöglicht ein angenehmes Tragegefühl. Also da bin ich auch mal sehr gespannt drauf, ob die wirklich das halten, was die versprechen. Und ja, ich glaube, die werde ich heute Abend gleich mal ausprobieren. Ja, dann wollte ich euch mal zeigen, was ich so an Zeitschriften shoppe. Und zwar habe ich mir da diesmal die Myself mitgenommen. Ich weiß gar nicht, war da noch irgendwas mit dabei? Ich glaube, bei dir war nichts mit dabei. Also da habe ich mir einmal die Myself mitgenommen. Die liegt bei 2,50 Euro. Da nehme ich immer dieses kleine Taschenformat. Dann habe ich mir hier einmal mitgenommen, die Woman's Health. Die liegt bei 3,50 Euro. Die mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Die habe ich mir auch in groß mitgenommen. Gibt es, glaube ich, auch in einem kleinen Format für 2 Euro oder 2,50 Euro. Genau. Und dann habe ich mir mitgenommen die Glamour. Und zwar ist wieder Glamour Shopping Week. Und zwar vom 29.09. bis zum 17.10. Und ich freue mich schon drauf, weil ich brauche Herbstklamotten. Und es sind einige Shops mit dabei, bei denen ich gerne shoppen gehe. Und ja, deswegen wird momentan ein bisschen gewartet mit Fashion und so weiter, weil ich warte einfach, bis es Prozente gibt. Dann kommen wir auch schon zum letzten Teil, und zwar zum DM-Teil. Und da habe ich einmal mitgenommen für meinen Freund von Balearman die Forest Duschgel. Und das ist mit würzig-holzigem Duft. Und das riecht so gut, also es riecht richtig gut. Und ja, das mag er auch immer sehr, sehr gerne, diese Balea Limited Editions. Die mag er eigentlich immer gerne. Also ich glaube, da war noch keine dabei, die nicht gut war. Und sie riecht halt auch echt gut und vom Design her halt auch wirklich schön gemacht. Genau, auch aus dieser Limited Edition Reihe, das Schaumbad Relaxing Zone mit holzig-zitrischem Duft. Und ich finde halt auch die Bottle einfach mal was anderes. Und auch das riecht richtig lecker. Und ich kann mir vorstellen, so ein bisschen was von dem und so ein bisschen was von meinem Duschbad in die Badewanne zu kippen. Dann habt ihr vielleicht ja meinen letzten Favoriten gesehen. Von Nivea, die Micellenreinigungstücher habe ich mir wieder nachgekauft, weil ich die einfach sehr, sehr gerne mag. Sie sind richtig gut, also sie nehmen das Make-up gut runter, sie kratzen nicht auf der Haut, was ich halt echt gut finde. Sie nehmen auch die Mascara einigermaßen gut runter und das finde ich echt gut und ich mag die einfach sehr, sehr gerne. Die liegen bei 1,65 Euro und ich hoffe, ich weiß nicht, vielleicht weiß das jemand von euch, ob es die jetzt dauerhaft im Sortiment gibt oder ob das einfach nur so eine Limited Edition ist. Weil ich finde die halt echt gut und ich weiß nicht, ob es die als normale Nivea-Version auch gibt. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Das würde mich echt mega interessieren, weil ich liebe diese Tücher. So, ich sehe gerade, ich war ja auch noch bei Müller. Ich glaube, die zwei Produkte tue ich schnell mit dazwischen funkeln. Und zwar habe ich mir hier von Microcell das Nail Repair Remover Spezial Nagellackentferner für weiche und brüchige Nägel geholt. Das ist acetonfrei. Und hier steht auch noch mal mit hinten drauf.
ist ein acetonfreier Spezialremover zur positiven Unterstützung der Behandlung mit Nail Repair. Es ist besonders geeignet für alle weichen und brüchigen Nägel, entfernt Mikrozeit 2000 Nail Repair und alle anderen Nagellacke besonders schonend. Also das ist mir auch aufgefallen, dass diese Mikrozell-Nagellacke, weil ich habe mir so ein Gel geholt, dass die mit normalen Nagellack recht schlecht runtergehen. Und was ich aber auch sagen muss, dass der generell Farblacke und alle Lacke, also ich habe jetzt, die zeige ich euch auch gleich noch, von Trinit Up nehme ich zwei neue Nagellacke und die habe ich damit auch ablackiert und der nimmt halt echt gründlich und sauber runter und also ich finde den richtig gut. Er kostet, glaube ich, 4,95 €. Nicht ganz günstig, aber bei Müller kriegt man auch immer mal wieder so 10% Coupons. Und also dem bis jetzt, die ersten 2-3 Anwendungen, fand ich echt klasse. Und ja, mal schauen, wenn das Fläschchen leer ist, wie ich den dann noch finde. Aber aktuell sehr positiv davon begeistert. Ja, dann habe ich mir hier noch so einen Hololighter Brush geholt. Und zwar auch so eine Art Einhorn Edition und der hat hier so ein schönes holographisches Design. Ja, und mit dem habe ich auch schon Highlighter aufgetragen. Eignet sich dafür wunderbar und gefällt mir richtig gut, der Pinsel. So, jetzt kommen wir aber weiter zu den DM-Produkten. Und da habe ich mir noch mitgenommen von Garnier. Gibt es ja dieses neue beruhigende Gesichtswasser, dieses Rosenwasser. Das liegt bei 3,95 €. Das Rosenwasser von Rosens, was ich mir immer hole bei Amazon, liegt bei 15 €. Und da habe ich mir gedacht, da probiere ich das hier doch mal aus. Jetzt habe ich mal hinten drauf gelesen, was hier drin ist. Also hier stehen doch ganz schön viele Zutaten drin. Das ist jetzt bei dem Rosenwasser von Rosens nicht. Das ist wirklich 100% Rosenwasser. Ich habe es jetzt erst 2-3 Mal ausprobiert. Bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden, es nimmt den restlichen Schmutz von der Haut einfach nochmal schön runter. Es beruhigt auch die Haut, also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt extrem austrocknet, also ganz im Gegenteil, es trocknet nicht aus, es spendet eher noch Feuchtigkeit, was ich echt gut finde. Ich habe es auch schon einmal ausprobiert, ohne dass ich mir danach irgendeine Nachtcreme aufgetragen habe und ich muss sagen, am nächsten Tag hat sich meine Haut echt gut angefühlt, weil normalerweise ist sie sehr, sehr trocken, also da bin ich bis jetzt schon begeistert, werde es aber noch weiterhin testen und schauen wir mal, wenn die Flasche leer ist, wie ich das Produkt dann noch finde. Und ja, wie gesagt, vielleicht löst es ja mein Rosens Rosenwasser ab. Wenn nicht, dann werde ich mir das andere einfach nochmal nachbestellen. Dann habe ich mir hier mitgenommen von Essence aus der Coast & Chill LE diese Lighter Drops. Und zwar habe ich gerade auch eine Foundation drauf, und zwar hier diese Maybelline. Das ist jetzt die hellste Nuance. Ich glaube, das war die hellste. True Ivory. Aber sie dunkelt ein bisschen nach. Ich weiß jetzt nicht, ob man es hier sieht. Sie dunkelt schon noch ein bisschen nach. Und ich hoffe einfach, dass ich da mit dem Produkt hier das einfach nur so mal so ein bisschen auffällen kann. Weil an sich, wenn ich die auftrage, finde ich die Farbe echt klasse. Aber im Nachhinein dunkelt sie leider ein bisschen nach, wodurch man allerdings so Make-up-Rand sieht, was natürlich nicht so toll ist. Und deswegen probiere ich einfach mal, die mit der hier ein bisschen so aufzuhellen und schau mal, wie das funktioniert mit so Lighter Drops, weil bis jetzt habe ich das noch nie so ausprobiert und bin schon gespannt auf das Ergebnis. Dann habe ich letztens auf meinem Instagram-Profil ein Bild gepostet von einem Highlighter. Vielleicht habt ihr den schon gesehen. Und zwar das Bloggers Lovelies bei Design Dschungel, den Spectral Light Powder Deluxe Highlight und Glow. Das ist dieser hier. Und den trage ich auch heute. Also ich finde den echt mega schön. Vielleicht kann man es hier erkennen. Also der hat so einen leicht holographischen, changierenden Ton, der echt schön ist und halt auch so dezent ist. Also es hat jetzt keinen groben Glitzer oder so drin, sondern einfach so einen schönen Schimmer, so leicht lila-stichig. Aber der gefällt mir echt mega gut. Und ja, also da bin ich froh, dass ich den bei meinem DM mit der P2-Theke, also ich habe ja zwei, der eine liegt in der Stadt, zu dem komme ich leider eher selten. Der allerdings hat diese P2-Theke noch. Und da war ich letztens und ich finde den einfach mega schön. Also auf den, ja,
Ich glaube, das könnte ein neuer Favorit von mir werden. Ja, dann hatte ich gerade schon erwähnt, von Trend It Up habe ich zwei neue Nagellacke. Und da hatte ich auch mal bei Instagram ein Bild oder ein Vorpost von LE gepostet und auch gesagt, dass ich den Nagellack haben möchte. Und den habe ich mir geholt. Ich hatte ihn auch schon lackiert und ich finde die Farbe echt schön. Und auch der hat so einen holographischen Clip. Also was heißt holographisch? Das ist jetzt nochmal so ein... Man kann es jetzt hier leider nicht erkennen. Also der hat so einen grünen Glitzer auch nochmal drin, was aber einen sehr, sehr schönen Schimmer auf den Nägeln hinterlässt. Also gefällt mir richtig gut und ich bin echt froh, dass ich den ergattern konnte. Und genauso dieser Nagellack hier, das ist die 030 aus der Terra Attitude LE. Genau, das ist die 020. Und den trage ich auch gerade. Und das ist halt so ein richtig schönes, dunkles Rot, was aber durch diese, durch diese Partikelchen, das sind so leicht, ja, so ein bisschen heller Rot einfach mit drin, das einfach nochmal so ein bisschen aufwerten. Also mir gefällt dieser Nagellack echt mega gut und ich bin froh, dass ich die beiden mitgenommen habe. Dann zeige ich ja Klopapier eher nicht so in meinen Hauls. Allerdings möchte ich euch das hier gerne zeigen. Und zwar ist es auch aus der Faultier Edition. Und es ist auch hier auf dem Blättchen drauf, diese Faultier drauf. Und ich finde es einfach mega süß. Also mir gefällt es richtig gut. Und ja, so ein bisschen buntes Klopapier darf halt manchmal auch sein, ne? Genau. Ja, dann kommen wir zu den zwei letzten Produkten. Und zwar gibt es von Essence, anlässlich ihren Geburtstag, den sie dieses Jahr feiern, eine LE From Essence with Love. Da habe ich hier einmal so Peel-Off-Nail-Feilen. Die haben, ich habe das nämlich schon mal angeguckt, das sind einfach, na, komm raus, und zwar kann man hier die einfach so runterziehen und hat dann praktisch ein neues Blatt. Also finde ich von der Idee her mega gut. Ich hoffe nur, dass es halt dann auch nicht so schnell abgeht. Und das Design ist halt auch echt schön gemacht. Also mir gefällt diese Nagelfeile echt sehr gut. Deswegen musste sie auch mit aus dieser LE. Muss sagen, der Aufsteller war komplett voll. Also ich glaube, da waren noch nicht viele. Aber mich haben nicht so viele Produkte angesprochen. Einfach, weil ich schon viel habe und was mich noch angesprochen hat, ist hier dieser Nagellack. Und zwar ist es die 03, Hashtag 15 Forever. Hat halt diese süße Schleife hier oben mit dran. Also ist echt schön gemacht. Und ja, die Farbe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Das ist so ein leicht moviges Lila. Also kommt dem Lila hier hinten von meiner Vase sehr, also ist eigentlich das identische Lila, würde ich sagen. Und ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf diese Produkte, die ich mir mitgenommen habe, weil sie mir einfach sehr, sehr gefallen und weil ich eigentlich, glaube ich, keinen Fehlkauf dabei habe. Und ja, ihr Lieben, das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Und ja, wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!